kauft meinen Schmuck. Sorry, es wird ein weirdes Video. Ich hab Angst! Hallo Freunde, wir schon auf irgendwelche Vollidioten reagieren und wenn ich das jetzt schon... Pick me boys und what the actual fuck guck ich überhaupt? Pit, warum intervenierst du nicht? Das ist echt laut, ich hab ein bisschen Migräne. Egal, Freunde, wir gucken heute Pick me boys oder sowas und es ist weird. Wir werden sehen. Abfahrt. Hallo TJ, hallo Jonna. Ich bin überfordert. Ich weiß nicht mehr, wie das Same bro. Leben funktioniert. Ich weiß nicht mehr, was Frauen wollen. Und wo man irgendwie hingehen soll. Und ich glaube, vielen Menschen da draußen geht es genauso. Und deswegen habe ich hier ein paar TikToks zusammengesucht. Und ich würde euch als Experten auf dem Gebiet einfach mal bitten, gebt uns doch Rückmeldungen zu diesen TikToks. Sagt uns, ob das wirklich funktioniert. Sagt uns, welche Idee dahinter steht und welche genialen Einfälle diese Leute hatten. Denn scheinbar scheint es zu funktionieren. Dafür habe ich euch aber natürlich auch ein paar Kollegen beiseite gestellt. Ihr dürft euch jetzt in diesem ersten TikTok einmal einen Helden aussuchen, der euch dann mental die ganze Zeit begleiten wird. Okay. Das finde ich toll. Das finde ich nett. Ich glaube, der Held ist der Held. Das ist eine Trap. Spaß beim Video. Ich glaube, es ist eine Trap. Jo. Okay, jetzt, wo wir einen Helden an unserer Seite haben, können wir... Nee. Ich würde dann lieber alleine sterben, danke. Ich nehme deinen Fuß. Hallo, Herr Fuß. Ja. Ja, loslegen. Die Lady ab 30 bekommt richtige Falten am Ellbogen und das ist für Männer extrem unattraktiv, weil sie lassen sich alles operieren. Hey, das ist nicht jeder Ellbogen... Alter, guck, ich zu schnell? Guck mal meiner, auch faltig. Ja, ich sehe meinen gar nicht. Auch faltig. Ich sehe meinen gar nicht. Guck mal, nur Ise könnt ihr den sehen, warte. Jetzt habe ich keinen Wert mehr! Frau ohne Wert. Ja, du bist ja schon Mitte 20, so, also von daher... Nein! Langsam läuft's ab, ne? Dein Verfallsdatum ist bald... Ja, ich hab nicht mehr so viel. Ja. Nicht mehr so viele gute... Ja, aber sie haben das Wichtigste vergessen. Und zwar die Ellbogen. Also... Warte mal, die Ellbogen ist das Wichtigste? Ganz kurz, ich geb jetzt auch wieder ein Disclaimer in diesem Video und ich hasse dich dafür, dass ich das jedes Video machen muss. Wenn solche abwertenden Aussagen gegenüber welchen Menschen auch immer kommen, auf den darfst du runtermachen, das ist okay. Ja. Aber so gegenüber Frauen, gegenüber ganzen Personengruppen sowas... Digga, dann geh ich ehrenlos auf Aussehen, dann geh ich ehrenlos auf Mutter und auf Vater. Und auf den sein Steuerberater. Boah, Steuerberater ist hart. Ja, ne? Ja. Okay, ihr wisst Bescheid. Oh, Paddler. Oh nein, oh nö. Der macht, warte mal, das letzte Mal war es ein gelbes Auto. Der macht das öfter. Bruder, du hast ungefähr einen halben Liter getankt. Das hat gar nichts gebracht. Nee, weitermachen, weg. Manchmal ziehe ich auch so meine Hose an, wenn ich das Gefühl von einem großen Arsch habe. Ich hab ein Bild, wo ich sowas auch schon mal gemacht habe. Aber das habe ich halt nur für mich gemacht. Hey, baby, it tastes like cherry, kiwi, real big, double ladies. Oh. Ich glaube aber, echt viele 15-jährige Mädels finden das richtig heiß. Ja, leider. Erklärt es mir. Aber ich weiß es auch nicht. Diese Sache, die mir erklären müsst, ganz kurz. Ich glaube, wenn man so volljährig wird, dann schaltet man sowas frei mit. Das ist ab jetzt cringe. Für Pick-Me-Content und so Fuckboy-Sachen und auch so bei so Songs mitmachen, gibt's da eigentlich ein Mindestalter? So good, pussy so good. If I could quit my job and fuck you all day shit, I would, yeah, I would. Girl, I love you when we do it, turn you on, shawty. Tell me if I'm wrong. I can see it in your eyes when you. Komm ich jetzt in Knast? Es fühlt sich so an. Nur wenn man so reagiert hat wie mein Gesicht gerade, dann nicht. Ich hab nicht das Gefühl, dass wir das sehen dürfen. Ich dürfte, nee. Nee, Zeit aufzustehen. Ja. Sagt mein Uwe gerade. Ja. Zeit wegzugehen. Ja. Freunde, tatsächlich ist es jetzt das letzte Mal, dass ich für meinen Schmuck hier so eine Interaktion mache, weil es ist heute die letzte Möglichkeit, den zu bestellen. Ab morgen wird es den nicht mehr zu bestellen geben. Heute Nacht schließen die Tore, dann ist er weg. Und falls ihr Bock auf Schmuck habt, vor allem hochwertigen Schmuck, das ist wichtig, hochwertigen Schmuck in einem günstigen Preissegment, dann klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Der ist auch vor allem für Schmuck-Anfänger gemacht, sag ich jetzt mal, weil oftmals bei so, ich sag mal, günstigerem Schmuck, die irgendwie nur 10 Euro kosten, färben die ja ab, damit kann man nicht duschen gehen, damit sollte man nicht schlafen gehen, hat man andauernd so einen blauen Hals, weil Kupfer abfärbt, dies, das.
Ist bei dem hier nicht so, weil das gute Materialien sind. Und wie schon gesagt, falls ihr ihn haben wollt, heute letzte Möglichkeit, heute Nacht ist der Shop zu. Und dann wird es den wirklich nie wieder zu bestellen geben. Deswegen, falls ihr Bock auf den Schmuck habt, erster Link in der Videobeschreibung. Hier ist nochmal alles aufgedröselt. Gibt's in Gold, gibt's in Schwarz, gibt's in Silber. Es gibt alle Elemente. Es gibt Wasser, Erde, Feuer, Luft. Und es haben insane viele bestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Bestellungen haben. Aber nochmal so, falls ihr ihn haben wollt, dann heute, weil ab morgen ist er weg. Und für die paar Idioten, die jetzt schon auf eBay hier verkaufen, ne, ich hab euch gesehen, fallt bitte nicht auf sowas rein, auf so eBay-Leute. Ich habe sowas extra nicht geteilt, weil ich nicht wollte, dass ihr danach sucht. Aber ne, kauft ihn jetzt nicht in 3 Tagen für 200 Euro den Schmuck, wenn irgendwelche Idioten denken, so, ja, ich muss ihn jetzt auf eBay versteigern oder eBay verkaufen, weil ich jetzt irgendwie versuche, einen Schnapp zu machen. Fallt nicht auf solche Leute rein. Und ja, wir sehen uns, Freunde. Ja, danke, dass wir so ein geiles Schmuckprojekt so machen konnten. Wirklich, danke. Also, oh Gott, ich hab Angst. Triggerwarnung und Flüssigkeit, okay. Nein. Hey, ja. Hey, baby, it tastes like cherry, kiwi, real big, double, lady. Hey, ja. Bro, what the fuck, Alter? Hey, baby, it tastes like cherry, kiwi, real big, double, lady. Was ist das für eine Lippenbewegung, dieses... Mach das nicht. Nee, zensier das bitte, Pit. Was ist das für eine Bewegung, das ist voll wack. Warum macht man das? Und warum läuft denn der Scheiß sauer aus dem Mund? Ja, weil der gerade eine Pussy geleckt hat. Also zumindest, also actually... Ich glaube nicht. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr müsst euch das bildlich vorstellen, dass dieser Dude so... Ne, der hat Wasser in den Mund genommen, dann ist sein Handy so und dann... Das macht er. Und dann schneidet der das und denkt lädt sich, das hoch. Nee, der denkt sich vorher, das ist gut so, das lade ich so hoch. Fand ich, war okay. Ja. War nicht zu drüber, war nicht zu viel. War actually okay, finde ich. Mit dem Typen, der vorher war, fand ich das vollkommen legitim. Ja, okay, die Messer war nicht so. Dieses Ich check's nicht. Wen guckt ihr da an? Was war das? Gar nichts. Die hat so weit, also die hat ja, ich weiß, gemacht weiß. Und dann so weit in, das ist Mittelfinger. Achso, das ist Mittelfinger. Achso, ich hab's nicht erkannt. Das ist Mittelfinger. Ja, der. Das ist geil. Den Trend kenne ich aber, der ist stark. Oh, weißt du, was er für Vibes hatte gerade? Das war derselbe, ne? Ja, ja. Weißt du, was er für Vibes hatte? Kennst du dieses TikTok, wo so ein Typ, alle Jungs, die zum ersten Mal im Club waren, die einmal Augenkontakt mit irgendeinem Mädel hatte und dann so... Oh mein Gott, ja! Oh, ich hab so viel Spaß! Und immer wieder... I don't wanna jug it! No, stop! Stop! Oh. Okay, should I get on the table? I don't wanna get on the table! Okay, yeah! Aber ganz kurz, jeder Typ... Fühlt das, weil jeder Typ einmal in seinem Leben so war. Hobby war ich auch. Kann man nichts gegen sagen. Einmal, weil ich das... Danke, ja. Glaube ich dir sofort. Ist danke. Okay. Stop. Oh, thanks so much for the ride. Bye. Kissing my girl best friend goodbye in front of my friends. Oh! What? What just happened? Did you see that too? What just happened? What? No, I'm just kidding. No, I'm just kidding. She's just my friend. Da, an der Stelle, wäre ich dann auch raus. An der Stelle wäre ich auch misstrauisch vor allem. Ja. Mussten wir was rausschneiden, weil ihr unbedingt den Schmuck bestellen müsst. Ja, hier, richtig. Falls ihr euch denkt, was hängen die für geile Ketten um uns rum. Falls ihr euch denkt, boah, ist ein Blitz, hat er auch eine Rückseite. Ja, ihr könnt euch das euer eigenes Element auf die Rückseite gravieren lassen. Wie ein Tattoo für Schmuck. Und ihr könnt sagen, welches Element, welches Element? Wasser, Erde, Feuer, Luft. Schön, schön. Gut.
Wurde er gerade genommen oder hat er jemanden genommen? Ich hab's nicht ganz verstanden. Also, das, die Szenerie. Ich will nicht genommen die er werden. Darstellen wollte. Folgende. So, das heißt, du. Okay. War folgende, setz mir so gerade einfach aufrecht hin. Er so halt so, say it. So dann halt so ranziehen. So, the only man that I need in this gangster world. Das war die Situation. Ich dachte so, Puls in ist so. Nein, nein. So ich hab's halt nicht verstanden. Hear me out. I'm not a bad guy. Okay, but... Sorry. Das war lustig. Weil ich auch sehe, wie anspannend, weil in dieser... Wenn du so liegst, hast du eigentlich keine, meistens Falten. Kind of a bad guy. Oh. Then I went to a... Cringe. ...a club one time, and I got a cigarette burned on my forearm. And I was just sitting there and, like, not doing anything about it. Was? Ich hab's nicht verstanden. Oh mein Gott, das ist so cool. Das erinnert mich so wie... Ja, schon wieder. Was erinnert mich, weißt du, woran ich mich das erinnert? Was? Erinnert mich daran, wenn jemand sagt, wie scharf er verträgt, wie scharfes Essen er verträgt und dann sagt, Alter, dass du dieses Essen verträgst. Applaus! Weißt du, das war original ich, als wir das erste Mal bei unserem Asiaten. Ja, du hast die ganze Zeit gesagt, wie scharf du es gerne magst. Ja, genau, und dann habe ich viel zu viel scharf reingemacht und versucht mir nichts anmerken zu lassen, aber es ging nicht. Ja. Das waren minus 1000 Euro Punkte. Das waren wirklich minus 1000 Euro. Hey, some guy texted you. He wants to know if you'll follow him back. I'll block him if you want. You don't need to block him, love. I trust you. He's a new guy at work. I know. But what I do need you to know is that I'm infatuated. I'm obsessed. And I'm captivated by you. I want every ounce of your soul to blend with mine. Because I'm beyond selfish when it comes to your love. I want to use every breath I have left on this earth, getting as close as I can to having you all to myself. Hätte auch mal nur sagen können, ich mag dich. Nein, ich musste nicht blockieren. Fertig! Oh my. I'm a tad bit jealous over that text. And I feel like there's only one way to get over it. And which way is that? By giving you all of me. For the remainder of this life. Then give it. Put your head back. Relax. Oh mein Gott! Boah, Alter. Also das Ding ist so Dirty Talk. Ja, okay, kannst ja machen, aber nicht im TikTok, Alter. Okay, Georgia möchte nicht mehr. Wir hören dann jetzt auf. Relax. Warum tust du mir das immer an? Kette, gib mir Energie. Gib mir Energie. Auch ein bisschen cringe jetzt eigentlich. Gib mir Energie. Ja. Ja. Ah! Okay. Ah! Oh, nee. Wow. Wow. Mach deinen Kopf zurück. Oh, bah, nee, komm. Und relax. Oh. Auf. Aus. Ja, falls ihr diesen wunderschönen Schmuck wollt, erst in die Videobeschreibung, gibt's nur noch besonders zu bestellen. Warte mal, es kommt heute raus, das Video, Sonntag. Nur noch bis heute zu bestellen. Heute ist danach nie wieder. Dann ist es weg. Gibt's in Silber, gibt's in Schwarz, gibt's in Gold. Ich kümmere mich jetzt um sie. Tschüss. Los, nicht mehr. So, jetzt mal ganz zum Ende, aber nochmal, ein paar Abschlussworte, ohne Call to Action, ohne Kaufaufforderung, dies, das. Ich wollte mich einfach nur kurz bedanken, dass wir überhaupt sowas machen konnten, dass wir halt ein Produkt auf den Markt bringen wollen, was ihr sogar feiert und wollt und haben wollt und bestellt so. Deswegen vielen lieben Dank für den Support, dass wir sowas mittlerweile machen können. Das ist geil. Ja, wollte mich einfach nur mal bedanken. Und ihr seid eine echt coole Community. Ich freue mich einfach, euch mit dem Schmuck zu sehen.